Ja, herzlich willkommen, Timo Rost, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast hier für ein kurzes Interview. Am 27. Januar ist dein nächster Kampf gegen Leon Bauer in der Motorworld in Köln. Ist ja auch, sage ich mal, in der Nähe von Düsseldorf. Bist du gebürtiger Düsseldorfer? Ich bin gebürtiger Düssel. Genau, 32 Jahre alt, 16:1 Kampfrekord mit 3 Unentschieden. Wir starten direkt mal rein. Wie sieht denn momentan überhaupt deine Vorbereitung aus? Ist sie anders im Vergleich zu vorherigen Gegnern? Nimm uns mal ein bisschen mit durch deinen Alltag. Also, wir sind jetzt 2,5 Wochen vor dem Kampf, sind also in der absoluten Sparringsphase gerade drin. Dreimal die Woche Sparring mit verschiedenen Leuten. Ich erfahre eine sehr große Unterstützung auf jeden Fall von der Community, Box-Community in meiner Gegend. Es melden sich viele Leute zum Sparring, versuchen natürlich so ein bisschen ähnliche Stile und was um die Körpergröße angeht. Zu finden, wie Leon sie hat. Und da melden sich viele ab verschiedenen Sparringspartnern. Das läuft gut und ist aber sehr hart gerade. Wie sehr hast du denn deinen kommenden Gegner Leon Bauer analysiert und stellst dich auf eventuell seinen Kampfstil ein? Gar nicht so sehr. Ist ja eher die Aufgabe des Trainers, würde ich jetzt mal sagen. Und mein Trainer hat das schon gemacht. Wir haben eine taktische Linie auf jeden Fall. Und die wird jetzt im Sparring, sag ich mal, versucht eben, dass sie durchziehen. Und ansonsten bereiten wir uns aber eigentlich auf alles vor, was kommen kann. Also wir wollen nicht überrascht werden, weil Leon wird sich auch Gedanken machen, wie er mich schlagen kann. Und deswegen sind wir auf alles vorbereitet. Du hast Gesundheits- und Bewegungswissenschaften studiert. Ja, also Sportwissenschaft habe ich im Bachelor studiert. Und dann hatte ich den Master noch angefangen Richtung Bewegungs- und Gesundheitswissenschaft, habe ihn aber nicht zu Ende gemacht, das ist schon ein bisschen was her, weil es dann mit der Boxkarriere, sage ich mal, so richtig losging und dann war keine Zeit mehr fürs Studium mit zweimal Training am Tag und Profiboxer zu sein ist im Prinzip ein 24-Stunden-Job, weil man muss gut schlafen, man muss dafür sorgen, dass man gut schläft, man muss gut essen, eben kochen, wenn man keinen eigenen Koch hat, zweimal trainieren, Weg zum Training hin, zurück, das ist alles sehr, sehr zeitaufwendig. Deswegen war zu diesem Zeitpunkt nichts anderes mehr möglich. Das heißt, das Boxen ist nach wie vor an Nummer 1. Nee, ich bin tatsächlich jetzt seit 1,5 Jahren bei der Polizei als Kommissarsanwärter und versuche eben das Training so drumherum zu bauen, dass es klappt. Ja, ist ja für viele immer nicht einfach, da irgendwie die Spaltung zu finden, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ich hoffe mal, das klappt alles soweit bei dir. Ja. Du bist in der deutschen Boxtrack-Rangliste von 6 auf 18 gerutscht. Was sind möglicherweise die Gründe dafür? Ja, das ist immer, was dieses Wertungssystem angeht, gar nicht so leicht. Einerseits haben sich andere Boxer eben gut weiterentwickelt und haben eben dann Gegner für die Fäuste bekommen, die eben denen auch gut Punkte geben, die ich dann vielleicht nicht hatte zu diesem Zeitpunkt. Hab letztes Jahr auch nur 2 Kämpfe gemacht. Ist ja, sag ich mal, jetzt unterdurchschnittlich viel, würde ich jetzt eher mal vermuten. Aber es wird in Zukunft auf jeden Fall wieder bergauf gehen. Du bist mit 26 Jahren erst Profi geworden, dafür aber auch schon eine gute Karriere hingelegt bis jetzt. Was sind generell noch deine Ziele im Profiboxbereich? Das ist eigentlich nach oben hin komplett offen. Also Ziele würde ich sagen, begrenzen einen irgendwann, wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich will Weltmeister werden. Aber ich möchte auf jeden Fall starke Kämpfe liefern. Ich möchte, dass das Boxen in Deutschland wieder so geliebt wird wie früher mal. Habe immer noch das Gefühl, dass das Boxen in Deutschland sehr viel Potenzial nach oben hat. Und gute Kämpfe liefern und auf dem allerhöchsten Niveau. Die nächste Veranstaltung, an der du boxst, ist in Köln. Ist auch in der Umgebung von Düsseldorf, deiner Heimatstadt. Der Parkplatz quasi. Jürgen? Ist der Parkplatz. Können wir da mit viel Support von deiner Seite aus rechnen? Ja, auf jeden Fall. Es werden einige Düsseldorfer kommen. Super optimal ist natürlich, dass Fortuna Düsseldorf genau an diesem Abend das Abendspiel, das Topspiel der zweiten Liga hat. Aber trotzdem werden auf jeden Fall einige Düsseldorfer kommen. Das wird zum Heimspiel gemacht. Das heißt, Düsseldorf siegt doppelt an dem Abend? Genau. Was für einen Stellenwert hat mentales Training oder mentale Vorbereitung auf einen Kampf bei dir? Sehr hoch. Ich habe ja Sportwissenschaft studiert im Bachelor und habe tatsächlich auch meine Bachelorarbeit in Richtung Sportpsychologie geschrieben. Deswegen kenne ich mich sehr gut aus mit allem und
Ja, das hat sich sehr, sehr viel automatisiert. Manchmal überrasche ich mich selbst mit, sage ich mal, Performance-Strategien, die ich gar nicht so wahrnehme, die eigentlich unbewusst sind. Aber ja, man hat seine Ritualien und seine Methoden, sage ich mal, um bestimmte Probleme zu lösen und oder die Leistung eben noch weiter nach vorne zu bringen. Hast du ein bestimmtes Ritual vor jedem Kampf? Das wäre? Ich gehe vor jedem Kampf in den Wald. Das hat so ein bisschen was Spirituelles, bin aber selbst nicht sehr gläubig. Also ja, es hat eher so was von einer Meditation, sage ich mal. Ne? Ich bin dann im Wald, ich gehe gerne mit dem Hund spazieren. Jack ist mein Hund, das ist ein belgischer Schäferhund. Und mit dem setze ich mich dann gerne an so einen stillen Ort, sage ich mal. Und ja, geh dann nochmal alles durch, was wir in der Vorbereitung gemacht haben. Führe mir nochmal vor Augen, was genau passiert ist, über welche Hürden wir klettern mussten und aber auch die taktische Linie und das mache ich vor jedem Kampf. 2021 hattest du deine erste und einzige Niederlage im Profiboxbereich gegen Felix Sturm. Wie gehst du generell mit Niederlagen um, besonders gegen so einen Namen? Ja, erstmal kurz danach war es schon hart, war ein ungewohntes Gefühl auf jeden Fall. Jetzt, wo ist man? Ich meine, es ist 3 Jahre später, würde ich aber sagen, dass der Kampf eigentlich der Kampf war, aus dem ich am meisten gelernt habe bisher. Und ja, danach konnte ich mich sehr gut entwickeln. Vor allem in den letzten 1,5 Jahren habe ich mich extrem weiterentwickelt und konnte letztendlich sehr gut damit umgehen. Hast du von dir aus noch irgendwelche Defizite, an denen du besonders im Training arbeitest oder die du noch verbessern möchtest? Mit Sicherheit. Willst du uns das verraten? Nee. Das heißt, und dein Gameplan gegen Leon Bauer würdest du auch jetzt ungern Ja, verraten. natürlich. Das wäre, glaube ich, nicht so schlau, wenn ich da jetzt zu viel Informationen geben werde. Wie hat sich denn generell dein Boxstil im Laufe deiner Profiboxkarriere von Anfang bis heute entwickelt? Ja, zu Beginn der Profikarriere ist es ja bei den meisten Leuten so, die viele Amateurkämpfe haben. Ich hatte auch ungefähr 80 Amateurkämpfe, fast 10 Jahre lang. Ja, dass man diese Amateurschule eben auch noch sieht, dieses bewegliche Boxen, dieses leichte Springen, sage ich mal. Und viele Hände schlagen, weil man eben von diesem 3x3 kommt. Ne? Und wenn man dann eben auf eine höhere Rundenzahl kommt, ist es was anderes. Also man kann Amateurboxen und Profiboxen sehr schwer vergleichen. Das verstehen Laien, glaube ich, fast gar nicht. Aber das war mir als Amateurboxer auch nicht so bewusst. Aber im Profiboxen zählen halt ganz andere Dinge. So beispielsweise die Härte ist eine komplett andere. Ne? Wärst du im Nachhinein gesehen vielleicht gerne früher Profiboxer geworden? Ich glaube nicht, weil ich dafür noch nicht boxerisch einfach noch nicht so bereit war zu dem Zeitpunkt. Ich musste meine Erfahrungen noch sammeln, bis ich wirklich komplett automatisiert alles, sag ich mal, habe und mich wohlfühle im Ring. Und das war zu diesem Zeitpunkt eigentlich gut. Schaltet auf jeden Fall am 27. Januar ein, wenn Timo Rast gegen Leon Bauer in der Motorworld in Köln kämpft. Checkt auf jeden Fall nochmal die Videobeschreibung für den Ticketlink ab und dann würde ich dir gerne die letzten Worte übergeben. Rock'n'Roll, Baby.